Und dieser Ball wird reingetreten von Kevin Bartelt. Torwart hier ein bisschen unsicher im Strafraum, aber da war auch ein ganz schönes Getummel und da wird direkt reklamiert beim Schiedsrichter. Da war noch der Ellenbogen mit dabei, sagt hier Yannis Takidis. Und bekommt als Dank dafür die Karte. Und verwandelt ihn auch sicher in der 16. Spielminute. Laurin Vogt. Wir schauen uns jetzt diese Freistoßsituation an für Rot-Weiß Frankfurt in der 19. Spielminute. Acke ist der Top-Torjäger, bringt den Ball gut rein. Und da kommt der Ausgleich durch Tim Vlies, der da mit dem Fuß noch dran war. 7. Ecke in dieser Partie. Wieder sehr gut hereingegeben. Und auch der Schuss von Varolakis wird belohnt. Zu Gaudermann. Und jetzt aber die Kontermöglichkeit. Da ist der Mann. André Vlies, vielleicht ein paar Zentimeter zu spät ist am Ball gekommen, bringt ihn aber wunderbar rein auf Varolakis und mit Doppelpass zusammen mit André Vlies macht er das hier schon relativ klar. Doppelspiel, André Vlies, die Nummer 8. Ja, über die Anspielstation gehen, das war ohnehin der Rat für die Stadt Allendorfer. Jetzt aber die Frankfurter wieder mit Ganives und Abdul und der Ball kommt gut rein auf den Top-Torjäger Akkös. Vlies macht den Deckel drauf, André Vlies in der 51. Spielminute. Ja, so souverän war er dann doch nicht. Also ich glaube, die erste Viertelstunde haben wir uns schwer getan. Stadt Allendorf geht dann in Führung, hat danach die Riesenchance zum 0-2. Wenn das fällt, dann ja, wird vielleicht ein komplett anderer Spielverlauf. Die Reaktion dann von meiner Mannschaft war natürlich super, ein Riesenkompliment. Stadt Allendorf einfach mal dann 3 noch vor der Halbzeit einzuschenken, ist nicht so schwierig, schafft nicht jede Mannschaft. Und deswegen haben wir es dann bis zur Halbzeit wirklich richtig gut gemacht. Und insgesamt, denke ich, war es dann auch ein absolut verdienter Sieg. Nicht so souverän. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht ganz so auf der Höhe. Man hat gesehen, dass das Eintracht-Spiel Kraft gekostet hat, dass viele müde waren, auch die Spritzigkeit nicht so da war. Das hat man heute ganz klar gesehen. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir immer wieder was umlegen können, trotzdem noch, umso länger das Spiel dauert. Ja, und das hat die Mannschaft da, die hat ihn locker gelassen, die hat immer wieder nach vorne gespielt, immer wieder auf die Abwehr gespielt und dann ist es zwangsläufig, dass der Gegner dann auch mal Fehler macht und dann gewinnst du trotzdem noch dran, auch wenn es jetzt nicht so ein gutes Spiel war. Mit dem Start. Haben jetzt aus 2 Spielen 6 Punkte geholt, wollen da weitermachen und wir sind im Spiel zufrieden, aber ich denke, dass das Ergebnis vielleicht ein Tor zu gut ausgefallen ist. Also trotzdem bin ich mit dem Start absolut zufrieden.
Wir konnten es heute eigentlich ganz gut verteidigen und haben eigentlich über weite Strecken des Spiels auch nichts zugelassen. Deswegen ist das Ergebnis völlig verdient, aber das Zustandekommen natürlich ausbaufähig. Komm, leg rein! Ja! So schön, jawohl, Jungs! Ja, das Ergebnis erfreut uns natürlich. Sicherlich so in den letzten Minuten noch den Sieg hinzubekommen, wenn man 10 Minuten vor Schluss noch einen zweiten Gegentreffer sogar bekommt und in Rückstand ist, zeigt, dass die Jungs nicht aufgegeben haben, dass sie versucht haben, noch eventuell das Spiel zu drehen. Klar brauchst du auch ein bisschen Glück und brauchst ein bisschen Fleiß und Laufarbeit und eben noch mehr die Ärmel hochkrempeln, um eben dann vielleicht die eine oder andere Situation zu bekommen, wo man dann vielleicht so ein Spiel dann drehen kann. Und das hatten wir, diesen einen Moment mit Boak, mit dem schönen Pass in die Tiefe, wo wir endlich auch mal eine sehr gute Bewegung hatten, die uns eigentlich 60 Minuten lang gefehlt hat, da vorne im Sturm. Und dann machst du es 2-2 und plötzlich werden im Kopf auch Kräfte freigesetzt. Die Motivation ist wieder da. Gut, ich denke, also unverdient war es nicht, dass wir gewonnen haben. Nur wir haben vorne, finde ich, sehr gut gemacht, auch 4 Tore erzielt. Nur defensiv haben wir heute nicht gut gestanden. Das hat mir natürlich nicht so gefallen. Zu viele Chancen hier zu Hause zugelassen und ja, dann ist es nachher halt nochmal eng geworden. Und 4-3-1, normalerweise muss man das besser dann runterspielen und dann nochmal das 4-1 dann eigentlich schon machen, bevor man das zweite Gegentor dann fängt. Und das haben wir halt nicht gut gemacht. Ja, also defensiv haben wir noch Luft nach oben. Das war eigentlich in der Hinrunde eigentlich so unsere Stärke, dass wir defensiv sehr gut gestanden haben und das hat mir heute nicht gut gefallen. Oh, da, 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 da. Oh. Ja.
Ja, ich denke mal, das waren wieder ganz drei wichtige Punkte im Abstiegskampf und sie waren hoch verdient. In der ersten Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen, wo wir da auch schon 1-0 geführt haben, aber in der zweiten Halbzeit dann haben wir 3, 4, 100% Torschancen noch in das Spiel, auch noch früher zu entscheiden. Die Leistungssteigerung gegenüber letztes Wochenende war 100% da. Und zumal auch gegen den Tabellenvierten. Das war eine sehr, sehr gute Leistung, mit der bin ich sehr zufrieden. Aber wir sind immer noch.